Hallo liebes Maniac-Forum, ich bin's wieder, euer Murdoch und es ist Wichtelzeit. Der Wichtel ist mir tatsächlich unbekannt, zumindest wüsste ich nicht, wer sich hinter dem Namen verbergen könnte. Und ich bin mal gespannt, was da drin ist. Ich habe das schon mal aufgemacht, aber noch nicht reingeschaut, also ehrlich nicht. So, und jetzt legen wir mal los. Ach siehst du, da ist schon eine Karte dabei, die wird wohl das Rätsel lösen. Wer mich gezogen hat. Lieber Helge, ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Es ist Fieldy. Ich muss zugeben, ich kann den Nick jetzt nicht unbedingt zuordnen, also weder positiv noch negativ, aber er ist bestimmt ein sehr netter User, denn beim Wichteln machen nur sehr, sehr nette Maniac-User mit. So, dann schauen wir mal, was wir da alles so haben. Ich mich mal etwas durch und ich sehe schon, er hat sich sehr viel Mühe gegeben, alles schön verpackt. Vielleicht war es ja auch die Freundin oder die Mutter, keine Ahnung, ich verpacke meine Sachen dieses Mal nicht. Und dann lege ich doch gleich erstmal los. Erstmal hole ich mir eine Schere. So, ich habe mir eine recht ledierte Schere eben auf die Schnelle besorgt, damit es hier sofort weitergehen kann. Und ich nicht wie beim letzten Mal zwei Videos drehen muss, weil ich die Zeit verplempere mit Gesabbel und schlechten Ritzen. Soll dieses Mal etwas zügiger gehen. Da gucken sich vielleicht auch Leute mal das ganze Video an. Kenne ich persönlich ganz gut. So. Was haben wir da? Pandorium. Kenne ich nicht, aber ich freue mich immer über Blu-rays. Ich bin ja erst recht neu in der HD-Welt angekommen und ich habe kaum Blu-ray-Filme zu Hause und die Welt stirbt, die Angst überlebt. Oh. Ja, ich bin gespannt, kenne ich nicht, schaue ich mir an, freue ich mich drüber. Ich schmeiß mal alles einfach daneben. Das können die Putzfrauen können sich denn darum kümmern. So. Und das nächste kleine Päckchen, auch das sieht wieder nach einer Blu-ray aus. Das mal etwas weiter weg, könnt ihr vielleicht besser sehen. Oder ich schneide es raus, oder ist es nicht. So, was haben wir da? Aber noch eine Blu-ray. Baraka habe ich tatsächlich schon mal gesehen bei Zappel. Da hat er uns zu nächtlicher Stunde nochmal die Referenz-Bildqualität veranschaulichen wollen und es war tatsächlich ein schönes Erlebnis. Ich fand den super toll und ich freue mich, dass ich ihn jetzt selber habe. Und ja, dickes Ding. Vielen Dank. So, jetzt kommen wir erstmal zu Süßkram. Ich bin ja leider viel zu süßkramsüchtig, was man mir auch immer mehr ansieht, von Jahr zu Jahr mehr. Finde ich auch super, leider hat der Weihnachtsmann das nicht mehr so ganz überlegt, aber du, das landet ja eh alles in meinem Magen. Also egal. Wird nachher noch verputzt, super, dankeschön. Und noch mehr, hey! Jetzt rede ich ab. Sind die denn wenigstens gefüllt? Ich weiß es nicht. Egal, super. Und es geht noch weiter, noch mehr Süßkram. Jetzt, dann werde ich hier richtig schön verwöhnt. Und es sind Marzipankartoffeln. Da hat er vielleicht sich die Videos vom letzten Jahr angesehen. Denn ich habe von dem schönen Orpus habe ich auch schon Marzipankartoffeln bekommen, die ich auf der Stelle verputzt habe. Werde ich mit denen auch machen. Ich hatte heute Mittag schon eine Tüte Marzipankartoffeln. Die gab es als Werbegeschenk und dann waren sie auch schon weg. Ja, mal schauen. So, aber es sind doch noch einige MRA-Hüllen, wenn ich das hier richtig sehe. Da geht also einiges noch. So. Ah, super, da muss ich gestehen, das ist einer der wenigen Filme, die ich tatsächlich schon habe. Ist ein sehr guter Film. Der wird dann sicherlich auch noch ein neues Zuhause finden. Auch dafür vielen Dank. Und mir ist gerade eben, bemerke ich, dass mir die Weihnachtsmelodie abhanden gekommen ist. Wir waren eben noch bei Winterkinder. Gehen wir nochmal wieder zurück. Was haben wir denn hier? In der Weihnachtsbäckerei, Leute, Mensch. Spitzending. So. Und weiter geht der Spaß. So, was haben wir hier? Operation Kingdom kenne ich auch ehrlich gesagt nicht. Aber alles auch schöne Wendecover hier, ne? Finde ich gut.
Ja, super. Dankeschön. Alles schön für die Blu-ray-Sammlung. Ich bin zufrieden. Ich finde es richtig spitze, was ich bisher bekommen habe. So, und es geht noch weiter. Das ist ein bisschen dicker, das ist wahrscheinlich ein PlayStation 3-Spiel. Ja, ich erkenne das. So, mach her die Schere. So, und auf damit. Was haben wir hier? Wir haben Prince of Persia. Habe ich auch noch nie gespielt, also noch gar keinen Teil der Reihe. Ich glaube damals für die PlayStation 2 damals mal eine Demo. Oder war es auch auf dem PC? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall auch dafür. Vielen Dank. Super. Und das vermutlich letzte Stück aus diesem herrlichen Wichtelpaket. So. Cargo. Kenne ich auch nicht. Ich glaube aber, er wurde im Heimkino-Thread irgendwie gehypt. Ich meine mal, irgendwas darüber gelesen zu haben. Bestimmt auch ein Spitzending. Ich werde mir die alle reinziehen. Vielen lieben Dank nochmal. Ich gucke nochmal eben, ob ich vielleicht irgendwas übersehen habe. Das wäre ja etwas unangenehm. Nee, das muss alles gewesen sein. Machen wir mal kurz einen kleinen Schnitt. So, da bin ich wieder mit der Gesamtausbeute. Ja, ich bin sehr zufrieden. Es war mir wieder eine Freude, mitgemacht zu haben. Vielen lieben Dank nochmal an dich, Chris. Ganz tolles Paket, ganz viel Mühe gegeben, alles schön extra eingepackt, ganz viele DVDs. Ich finde es auch eigentlich gut, dass eher der Fokus auf Filmen liegt, denn auf Spielen, weil ich eh nicht so richtig zum Zocken komme. Also, und ja, ich freue mich, alles super. Ich wünsche euch allen noch ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und man liest sich. Tschüss!